Gott, sieht das hier wieder dreckig aus. Hier hat wieder einer rumgekrümelt. Zum Glück haben wir unsere Reinigungstrupps. Ja, und hiermit begrüße ich euch recht herzlich zu einem neuen Mod-Preview, und zwar zur Cybercube-Mod. Ja, und diese Cybercube-Mod tut diese kleinen, niedlichen Roboter hinzufügen. Also, unser Reinigungstrupp hier, das sind die kleinen Cubot Collector. Ja, und die haben die Aufgabe, Items einzusammeln und sie dann anschließend in die Kiste zu schaffen. Wie ihr seht, hier sind sie drin. So, ja. Jetzt brauche ich bloß schnell was. Genau, so. So. Ja, dann haben wir die Cubot Fixer. Das sind kleine Cubots, die wiederum andere Cubots reparieren. Ich zeige euch das mal. Ich schlag den mal ein bisschen. Und der geht halt dort hin und tut die, ja, ich sag jetzt mal, reparieren. Und der hilft uns auch. Steve, sage ich jetzt mal, Menschen kann man ja schlecht sagen. Ja, uns wieder etwas Leben dazu zu geben. Um dass diese Cubebot-Fixer überhaupt heilen, braucht ihr diese Cubebot-Pieces, also die Cube-Teile. Ja, dann machen wir weiter mit dem Cubot Lumba. Dieser kleine Geselle hier hilft uns beim Holzabbauen. Ich habe hier einmal einen Mini-Baum hingebaut. Ja, und der geht jetzt zur Truhe, holt sich die Axt und baut für uns das Holz ab. Dann könnt ihr euch den Cubot Collector nehmen. Ihr sammelt die Items ein und wenn alles gut läuft, geht er wieder zurück zur Truhe und tut dort wieder ausleeren. Na cool. Gut, die wollen jetzt eine... Naja. Dann haben wir den Cubot Fighter. Der geht auch wieder zur Truhe und holt sich ein Schwert. Ja, und der hilft mir beim Monster töten. Gehen wir mal raus, machen mal dunkel, warten auf ein paar Monster. So, mal gucken, ob hier irgendwann mal eins kommt. Juhu, Monsters. Gut, Monster scheinen sich jetzt nicht zu spawnen, warum auch immer. Gut, da tue ich jetzt mal schnell welche spawnen. Mit den Eiern. So. Und sobald man einen angreift, macht der halt den Rest dafür. Los, mach weiter! Ja, also die Mod, die hat noch ein paar kleine Bugs, aber das sind eigentlich geringe. So, dann gibt's noch den Cubot Breeder. Der hat die Aufgabe, Cubots zu vermehren. Also, die müssen mindestens 3 Minuten mit dem anderen Cubot zusammen sein. Und dann tut er dir, ja, vermehren halt. Ich glaube, alle 3 Minuten spawnt er dann neue Cubots. Los, los. So, um dass die Cubots überhaupt... Alter, komm mal her. Steht da. Ja, wie ihr seht, sind wirklich ein paar Bugs drin in der Mod.
Manchmal spielen die Cubots halt verrückt. Wo ich wie das Diamantschwertoll, ich glaube, ich lasse das jetzt gleich drin. So, damit die Cubots überhaupt Zugang zu den Kisten haben, gibt's diese... wieder leer machen. Die Chestmaker. Also die markieren die Kisten, auf die die Zugriff haben. Das geht auch bei Endertruhen. Könnt ihr auch drauf setzen. Ja, und dann können die halt dorthin, um sich halt das Schwert zu holen. Ob's, um sich die Äxte zu holen. Ob ihre Kisten von den hier Cubot Collectoren aufzuheben und dort wieder reinzumachen. Ja, und diese Cubots spawnen sich in der Nähe von Lava, meistens in Höhlen. So, ich gucke jetzt mal, ob ich hier auf die Schnelle eine Höhle finde. Ja, ich suche jetzt mal nach einer Höhle und da sehen wir uns gleich wieder. Tschüss. So, hier bin ich wieder. Ja, ich habe eine Höhle gefunden, wo Lava fließt. Und wie ihr seht, haben sich hier diese Cubots ja, gespawnt. Die kann man dann töten, aus denen kriegt man dann diese Cubot Pieces, also die Cubot Teile. Und damit könnt ihr euch dann diese einzelnen Cubots zusammenbauen, je nachdem mit Schwert, Axt und so weiter. Ja, und das war's eigentlich schon mit meinem Osterspezial Mod Preview. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Download-Link steht wie immer in der Beschreibung. Und ihr könnt ja mal auf meiner Webseite vorbeisehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure Fischbulette.